Ach Leute, jetzt lauft doch mal ein bisschen flüssiger hier, das ist doch Scheißdreck. Ah, wenn das so weitergeht, muss ich mal wieder abbrechen hier. Das kannst du ja keinem anbieten. Ey, das ist meiner! Ach Leute! Leute! Ein Mist viel weniger. Hast du jetzt ernsthaft die Waffe gezogen, weil ich noch ein Schwert in der Hand hatte? Verpiss dich bloß, Bram. Gut, dann töten wir einfach mal ein paar Lurker hier. Huasaha, wenn sie uns nicht vorher töten, weil sie hier so kamikaze-mäßig aus dem Busch kommen. Alter, wie viele kriechen hier denn rum? Wow, ich fühle mich umzingelt. Ja, ist gut. Ist ja gut, mein Kleiner. Lass mich. Sag mal. Ich glaube, ich werde nicht mehr hier. Muss ich schon wieder einen Heiltrank trinken? Ist ja nicht zu fassen. So, zwischendurch mal ein bisschen Beeren sammeln. Spielen wir wieder Kräuterfee. Lalalala. Steinwurzel. Steinwurzeln müssen wir doch sammeln, fällt mir gerade ein, oder? Hier für Porgan, den Druiden. Das ist auch gut. Schauen wir uns mal um, ob es da noch mehr Steinwurzeln vielleicht gibt. Und dann schauen wir uns noch um, ob wir irgendwo mal den verdammten Lurker finden können, der Hadlords Werkzeuge gefressen hat. Irgendwo unter den tausenden Lurkern, die hier rumspringen. Sag mal! Och, die Frames. Ich hasse die Welt. Komm hier, drauf auf die Sau. Wunderbar! Also, mehr oder weniger. Och Leute, das ist doch scheiße hier. Ach, ja, was mache ich, was mache ich? Ich glaube, ich mache mal eine kurze Pause und lass meinen Laptop mal ein bisschen auskühlen, nachdem wir ja noch die Steinwurzel mit eingesammelt haben. Und dann machen wir noch ein bisschen weiter, würde ich sagen. Also, ich würde sagen, ach komm, wenn es jetzt gerade wieder flüssig läuft, dann machen wir noch mal ein bisschen, bis das nächste Mal übelst hackt. Und solange stürzen wir uns mal hier drüben auf das Krokodil. Aha, ich speichere. Krokodile? Ja, ist klar. Na komm, versuchen wir es mal. Kroko. Kroko klein, Kroko fein. Ach, die gehen eigentlich auf. Ich meine, wir sind ja auch der große Held, ne? Das sollte ja alles kein Ding für uns sein. Aber dass die Krokos hier so einfach gehen, hätte ich nicht gedacht. Na gut, da brauche ich ja wirklich vor nichts mehr Angst zu haben. Wir können alles töten. Solange es alleine auf uns zukommt und kein Troll ist. Und kein Schattenläufer. Und kein Drache. Und kein Drachling. Und was es nicht noch alles gibt. Gut, dann grasen wir hier mal. Hier ist ja wieder Silben, ne? Dann grasen wir mal. Hallo. Ach, schade, verpasst. Da geht er durchs Holz. Genau. Da grasen wir hier mal den See ab. Und schauen mal, ob wir hier vielleicht das Vieh oder die Viecher finden können, die wir tot machen sollen. Ach shit, das ist nicht gut, dass wir vergiftet sind. Und ich find's auch nicht gut, dass das Scheißspiel schon wieder so steht hier. Ach, es regt mich auf. Komm ey. Wir müssen den einen ja noch platt machen und dann müssen wir erstmal ganz dringend was trinken. So, weg damit und trinken. Blub, blub, blub. Kurz warten. Und trinken. Blub, blub, blub. Und dann könnte die Vergiftung auch endlich mal wieder zu Ende sein. Deswegen hasse ich es, gegen Blutfliegen zu kämpfen. Vor allen Dingen, wenn mehrere Blutfliegen auf uns einströmen. Weil die einfach wahnsinnig nervig mit ihrer beschissenen Vergiftung sind. Hallo! Geht doch, Mann! Stundenlang muss man hier rumstehen und die Vergiftung aushalten. Ist ja nicht zu fassen. Friss mal was. Bisschen Grundlage schaffen hier, um die Vergiftung wegzukriegen. So, schön. Moment. Kurz was gucken. 20 Lernpunkte? Wo haben wir die schon wieder her? Ist ja unglaublich. Da sehe ich mich ja fast geneigt, nochmal hoch zur Hütte zu gehen. Steinwurzel. Und da die Akrobatik zu lernen und so. Und hey, Warane, das klingt doch gut. Nach der Speicherung natürlich klingt das gut. Denn eins von den Viechern ist ja ein Waran, das hier ein Werkzeug verschluckt hat. Lalala.
Wir sind zu angsteinflößend für die Warane. Ach, ich glaube, der Waran mit Verstopfung wird dann wohl derjenige sein, der unser Werkzeug gefressen hat. Ist aber nur so eine Vermutung. Es ist gut, dass irgendwelche Viecher, die irgendwelche Questgegenstände gefressen haben. Druidenstein des Warans hat der Waran so in der Tasche. Nun gut, warum auch nicht, ne? Und hat Lord Slegam auch gefunden. Das ist schon sehr komfortabel, dass die dann immer irgendwelche Sachen über den Kopf stehen haben. Ist in Wirklichkeit ja auch so. Also wenn so ein Waran mal so ein Zeug geschluckt hat, so eine Säge, dann erscheint auch bei dem über dem Kopf irgendwelches komisches Zeug. So, und dann tanzen wir hier mal. Schade, ich dachte, wir tanzen hier lustig auf den Dingern rum. Klappt aber irgendwie nicht so richtig. Na gut, ich wollte jetzt eigentlich schön hier über die Seerosen tanzen. Aber unser Held ist zu blöd, da drauf stehen zu bleiben. Und ich bin gerade irgendwie sehr geneigt, mir die Ruinen mal näher anzuschauen. Aber da unten gibt es wahrscheinlich auch nichts Besonderes. Ach, ich kämpfe jetzt noch gegen die hier. Oh, hallo, Goblin. Die schlagen ja zurück, das ist ja uncool. Warum machst du so einen komischen Move? Ich habe überhaupt nicht lange gedrückt gehalten oder so. Na gut, also jetzt ist ja wirklich hier, jetzt reicht es mir langsam mal. Das ist ja jetzt nicht mehr zum Aushalten hier. Ich kämpfe jetzt noch gegen die blöden Goblins und dann ist aber erstmal Feierabend hier. Weil das ist wirklich, also dann mache ich hier Pause. Vielleicht sollte ich meinen Laptop mal in den Kühlschrank stellen, bevor ich hier das Ding laufen lasse. Wäre doch mal eine Maßnahme. Dann wäre er immerhin erstmal kühl. Ja komm, jetzt weiche ich nicht ständig aus hier. Das ist doch kein Ding hier, kein Zustand, Mensch. So hätten wir die. Ich glaube, wir wollten weiter am See lang, ne? Genau. Und ich hatte gesagt, ich will aufhören, wenn ich die besiegt habe. Mensch, dass ich mich nie an mein eigenes Wort halten kann. Na gut, also wir sehen uns gleich wieder, wenn mein Laptop endlich mal wieder ein bisschen kühler geworden ist und dann mit mir wieder spielen will. Bis dahin sehen wir uns, ne? Tschüss. Der Gehörnte ist zurück. So, kann weitergehen, Leute. Ich habe meinen Laptop tatsächlich mal in den Kühlschrank kurz gestellt. Um die Kühlwirkung etwas zu beschleunigen, habe meine Platte freigeräumt und dann können wir jetzt auch wieder loslegen und ich hoffe mal, dass es jetzt irgendwas gebracht hat. Wenn nicht, dann, ja, was zumindest mal etwas unkonventioneller Versuch, hier den Laptop zu kühlen. Und wir wollen uns gleich mal hier wieder... Oh, scheiße, ich bin so ein Depp. Ich wollte genau das nicht von der Blutfliege erwischt werden. Ja, die hat noch nicht mal... Ach, das ist denn wahr. Komm, verpiss dich. Hier, Abgang. Und die nächsten. Na super. Scheiße. Mein Leben, mein Leben, mein Leben. Ich bin gerade total am Ablusen hier. Komm, töte. Töte, töte. Ja. Und einen Trank. Blub, blub. Ich weiß gar nicht, ob man sterben kann allein vom Gift oder ob man da noch getroffen werden muss, aber ich will lieber auf Nummer sicher gehen. Gut, haben wir jetzt mal die Blutfliegenplage hier ausgelöscht und wollen uns dann mal, was wir ja eigentlich tun wollten, ranmachen. Mensch, Lebensenergie plus 1%, das ist ja richtig effizient. Wollen uns dann mal hier ranmachen und Hadlords Werkzeuge finden, die ja überall herumliegen müssen. Vorher werden wir uns aber erst einmal hier fix versorgen mit ein bisschen Schinken, kann nicht schaden. Und dann müsst ihr mich unbedingt mal daran erinnern, dass ich in Silden meine Punkte ausgeben wollte, meine Lernpunkte. Was ihr aber bestimmt nicht tun werdet, weil ihr natürlich nicht sprechen könnt, während ich aufnehme. Haha, oh Gott. Also hier geht's nach Trelis, da wollen wir dann später auch noch hin, aber erstmal werden wir hier in der Nähe des Sees bleiben, denn wir haben ja eine Mission zu erledigen. Wir müssen noch einen Lurker finden und dem mal so richtig schön die Beine langziehen. Wenn man im Hintergrund seltsame Geräusche hört, das ist mein Kater, der gerade Essen gekriegt hat und mal wieder am Freidrehen ist. Ein Wolf! So, wir wollen uns aber mal wieder aufs Spiel konzentrieren hier. Zwei Schläge, meine Güte. Oh ja, ich bleib lieber mal mit gezogener Waffe hier, das wäre vielleicht etwas günstiger. Ja, wirst du wohl. Na, könntest du mal. Unser Held ist ein totaler Held und hat sich gerade an dem Baumstamm festgebockt hier. Ich komme nicht weg.
Ja! Das ist nämlich gar nicht so einfach, dann von dort wegzukommen, denn sobald man aufhört zu schlagen, stürmen die Viecher auf einen drauf zu. Und das ist... Dicker, könntest du bitte etwas weniger randalieren? Sorry. Ja, das ist natürlich etwas uncool, wenn ihr dann auf einen so... Ich fühle mich etwas bedroht hier. Das Tier, das schwebt hier schon fast auf Kopfhöhe durch die Gegend. Wenn er hier über das Sofa läuft, so an der Wand lang, das macht er gern, wenn er so etwas rennen will, dann rennt er über die Sofalehne und ist dann so in der Schwebe. Ach, dieses Tier macht mich fertig gerade. Ja, Essen. Wo war ich? Wölfe, genau, Wölfe. Oh, der rennt hier hinten lang, ist unglaublich. Wölfe. Sobald man aufhört zu schlagen, greifen die einen nämlich an. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, dann von dort wegzukommen, wenn man sich einmal dort an so einem blöden Stein festgebockt hat. Denn da muss man ja aufhören zu schlagen, um von dort wegzukommen. Hat zum Glück hier ganz gut geklappt. Dem kleinen Schlag sei Dank, dem schnellen Schlag. So kann ich das hier aufmachen, ohne dass der Wolf kommt? Ja, das geht. Das geht. So, aber wir wollen uns natürlich nicht hier vor dem Kampf drücken. Deswegen, Wolfi, mein Kleiner, komm her. Ein epischer Kampf, der unglaublich lange angehalten hat. So, die Mana-Pflanze lassen wir natürlich nicht aus. Diese Truhen überall, das ist unglaublich. Und hinten habe ich, glaube ich, schon wieder ein Steinkraut gesehen. Warum diese Musik? Ach da, deshalb. Because of the Lurker. Because of the Lurker that is trying to attack us. Come on. Let's get ready to rumble. Ah, oh, was soll? Dieser Kerl geht mir auf den Sack, der weicht nur zurück die ganze Zeit. Blödes Arschgesicht. Diese blöden Clown, die haben so eine wahnsinnig beschissene Reichweite, dass ich den Kerl nicht treffe, aber der mich hier schlagen kann. Ist doch mies sowas. Finde ich echt unfair. Und zwar mal wieder ein Kampf nach unten. Ja, eine Steinwurzel ist es tatsächlich. Also bergab, und das ist ja irgendwie immer beschissen bei Gothic. Beziehungsweise bei Gothic 3. Und ich muss mal wieder was essen. Nee, mit Brot diesmal nicht. Nee, das mache ich hier schon mit gebratenem Fleisch. Ansonsten brauche ich ja ewig, das kann man ja keinem antun. Na, wirst du mal. Sehr schön. Gut, Feintuning können wir dann doch mit Brot machen. Noch eins. Gut. So, weiter geht's. Ja, hallo Lurker. Ich hoffe mal, dass einer von euch dann auch mal der Kerl ist, der das Werkzeug verschluckt hat. Und hier wächst schon wieder eine Steinwurzel, das ist sehr schön. Das heißt, wir kommen dem Ziel, Porgan zu helfen, immer näher. Ja, damit wunderbar. So, ich muss dann auch mal schauen, wie viele Steinwurzeln wir eigentlich haben. Und vor allen Dingen habe ich ja vorhin eigentlich schon von dem Varan einen Druidenstein bekommen, den der aus irgendeinem Grund verschluckt hatte. Wo auch immer der Druidenstein herkam, den er verschluckt hatte. Ich meine, warum zur Hölle hat der Varan einen Druidenstein in seinem Magen? Das müsste mir mal jemand schlüssig erklären. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich auf der Seite hier falsch bin, denn hier ist der See auch irgendwie zu Ende. Wir sind ja schon wirklich, ja komm, wir gehen auf die andere Seite. Irgendwo hier drüben muss ja dann auch mal der Lurker rumspringen. Vielleicht wären wir hier ein bisschen fündiger. Vielleicht habe ich das Biest auch schon in meiner Tötungswut vernichtet und... Oder der da vorne ist es einfach. Nö, ist auch bloß ein normaler Lurker. Vielleicht habe ich den ja schon in meiner Tötungswut vernichtet und habe es gar nicht mitgekriegt und den da jetzt irgendwo im Busch liegen lassen oder so. Das wäre sau uncool. Gib mal die Steinwurzel noch. Ja, schön. Und die Heilwurzel noch. Ja, schön. So. So, gucken wir mal weiter. Irgendwo hier muss er doch sein. Das kann doch nicht wahr sein. Da ist immer noch einer. Also es gibt noch diverse Ecken, die ich noch offen gelassen habe. Und der da ist so schön schwarzhäutig, der ist es bestimmt. Das ist bestimmt unser Kollege. Natürlich ist er das. Ein vollgefressener Lurker. Merke, wenn Lurker Werkzeuge fressen oder generell, wenn sie vollgefressen sind, werden sie schwarz. Warum auch immer. Ach, was ist denn? Ach, nö, komm. Muss das denn jetzt sein? Das muss doch nicht sein, meine Freunde.
Und dass du hier so blöd zurückweichst, muss auch nicht sein. Komm, dann gehen wir mal hier auf den nächsten los. Der genau dasselbe veranstaltet. Ich hasse die Welt! Komm her! Kommt her, ihr Schweine! Ich will wenigstens mal... Ja, genau, ich wollte gerade sagen, ich will wenigstens mal den einen dort weg haben. So, und damit haben wir schon mal den Vollgefressenen erwischt. Das ist sehr gut. Jetzt müssen wir bloß den einen hier holen. Was genau jetzt der Fall ist. Und dann können wir uns die Werkzeuge holen. Oder das Werkzeug, besser gesagt. Aus dem Lurkermagen Hatlots Hammer.